Was ist eigentlich das Geburtstagsparadoxon? Nehmen wir an, es befinden sich 25 Personen in einem Raum und jemand wettet, dass mindestens zwei davon am selben Tag Geburtstag haben. Wie groß ist seine Chance, diese Wette zu gewinnen? Nun, mindestens zwei Personen ist ein kleines Problem, denn mindestens zwei Personen bedeutet zwei Personen, drei Personen, vier Personen und im Extremfall sogar alle 25 Personen, die am selben Tag Geburtstag haben können, auch wenn das sehr unwahrscheinlich ist. In so einem Fall rechnet man besser das genaue Gegenteil von dem aus, was man braucht. Und das Gegenteil von mindestens zwei Personen haben am selben Tag Geburtstag ist, alle Personen haben jeweils an einem anderen Tag Geburtstag. Das ist leichter zu berechnen. Nun, wie macht man diese Rechnung? Nehmen wir mal von diesen 25 Personen eine Person heraus. Wie groß ist jetzt die Chance, dass diese Person an einem anderen Tag Geburtstag hat, wie jede andere Person, die wir schon ausgewählt haben? Nun, wir haben ja noch gar keine Person außer dieser einen ausgewählt. Das heißt, für diese erste Person sind noch alle 365 Tage des Jahres gültig. Und die Wahrscheinlichkeit ist hier 365 durch 365. Wieso? Weil die wichtige Formel, wie man Wahrscheinlichkeiten berechnet, günstige Möglichkeiten dividiert durch alle Möglichkeiten ist. Alle Möglichkeiten sind alle Tage des Jahres und wie gesagt, es kommen in dem Fall noch alle Tage in Frage, also sind günstige Möglichkeiten auch noch alle 365 Tage des Jahres. Für die zweite Person sieht das schon ein bisschen anders aus, denn die hat nur mehr 364 günstige Tage. Ein Tag ist ja schon durch die erste Person belegt. Damit ist die Wahrscheinlichkeit für die zweite Person nur mehr 364 durch 365. Günstige durch alle Möglichkeiten. Und so geht es für die dritte Person weiter. Bei der dritten Person gibt es dann nur mehr 363 günstige Möglichkeiten von allen 365 Möglichkeiten des Jahres. Nun, wenn man sich das für alle 25 Personen durchdenkt, dann ergibt sich eine Reihe von Brüchen, bei denen im Zähler von 365 abwärts gezählt wird. Der Nenner bleibt jedenfalls bei 365. Und die Gesamtwahrscheinlichkeit berechnet sich nach der ersten Pfadregel. Das heißt, ich muss alle diese Wahrscheinlichkeiten multiplizieren. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass jede Person an einem anderen Tag Geburtstag hat, berechnet sich genauso, wie es hier angezeigt wird. Warum P'? Ganz einfach. Wir müssen ja bedenken, dass wir noch immer bei der Gegenwahrscheinlichkeit sind. Wir rechnen ja die ganze Zeit das Gegenteil von dem aus, was wir am Schluss eigentlich wollen. Nun, gut, im Prinzip könnte man das mit einem Taschenrechner rechnen. Die günstigste Verfahrensweise ist, dass man hier im Zickzack rechnet. Mit 25 Zahlen, eigentlich sind es ja 50, weil jede Zahl aus einem Bruch mit 2 besteht, ist das einigermaßen mühsam. Gibt es da keine günstigere Möglichkeit? Zuerst mal fällt auf, dass im Nenner ja 365 hoch 25 steht. Das ist schon mal kein Problem, aber wie rechnet man den Zähler aus? Hier nimmt uns der Taschenrechner ein schönes Stück Arbeit ab, denn eine solche Folge absteigender Zahlen, bei denen dazwischen ein Malpunkt steht, also ein Produkt von dieser absteigenden Folge, dafür hat der Taschenrechner eine Funktion und die nennt sich NPR. Bei den zweizeiligen TI-Taschenrechnern versteckt sich diese Funktion hinter der Probability-Taste. Wie gibt man sie ein? Ganz einfach, man tippt 365 NPR 25 ein. Das heißt, am Anfang steht die erste Zahl, von der es abwärts geht, und am Schluss steht die Anzahl der Zahlen, die wir multiplizieren wollen. Mit diesem Wissen fällt es nun leicht, die Gegenwahrscheinlichkeit auszurechnen. Die Taschenrechnerfolge lautet für den Zähler 365 NPR 25. Mit ist gleich wird dieser Zähler dann berechnet und dann noch dividiert durch 365 hoch 25 und das ergibt ungefähr 0,43 oder 43%. Und immer dran denken, das ist noch immer die Gegenwahrscheinlichkeit. Nun gut, wenn das Gegenteil von dem, was wir ausrechnen wollen, 43% beträgt, dann
beträgt die richtige Wahrscheinlichkeit 100% minus 43%, also 57%. Und das ist doch ein etwas überraschendes Ergebnis, denn die Wahrscheinlichkeit, dass von 25 Personen mindestens zwei am selben Tag Geburtstag haben, diese Wahrscheinlichkeit beträgt ungefähr 57%. Also in mehr als der Hälfte der Fälle würde man diese Wette gewinnen. Und da wir jetzt wissen, wie wir diese Wahrscheinlichkeit ausrechnen können, können wir das natürlich für jede beliebige Anzahl von Personen machen. Wenn wir die Zahl 25 beispielsweise durch die Zahl 30 ersetzen, so erhalten wir als Gegenwahrscheinlichkeit 29% oder als gesuchte Wahrscheinlichkeit 71%. Das heißt, bei 30 Personen würden wir diese Wette mit ungefähr 71%iger Wahrscheinlichkeit gewinnen. Bei 40 Personen beträgt unsere Gewinnchance fast 90% und bei 50 Personen sind wir schon bei annähernd 100%, dass wir diese Wette gewinnen. Also doch ein recht überraschendes Ergebnis. Nähere Informationen findet man im Internet unter dem Suchbegriff, nun, wie könnte es anders sein, Geburtstagsparadoxon.